Ich war lange Zeit einsam, traurig und habe mich alles andere als wohl in meinem Körper gefühlt. Heute möchte ich mit dir meine Geschichte teilen. Das wird das wohl ehrlichste Video, was ich jemals gemacht habe. Am Ende erzähle ich dir, was ich für einen Weg für mich gefunden habe, um da rauszukommen und mich heute besser denn je zu fühlen. Denn das war nicht immer so. Dieses Video ist für jeden, der sich unzufrieden ist mit sich selbst, der sich nicht wohlfühlt in seinem Körper und der unbedingt etwas ändern möchte. Aber bevor wir loslegen, mache ich mir erstmal einen Espresso. Ich spreche nicht sehr oft über meine Geschichte, weil sie mich doch immer noch sehr stark berührt und mich auch innerlich doch immer so ein bisschen noch verletzt hält. Aber ich habe mir gedacht, es ist einfach mal an der Zeit, auch euch zu erzählen, was ist eigentlich meine Vergangenheit? Was hatte ich zu kämpfen, auch gesundheitlich und eben vor allem auch mental? Und wie kann es euch eventuell auch helfen, einfach um aus eurem Thema rauszukommen und einfach eine Inspiration vielleicht für euch zu sein? So voller Energie und nicht müde und mich wohlfühlen in meinem Körper, aktiv sein, sportlich sein, Freude an dem haben, was ich tue, war für mich wirklich vor noch 5 Jahren unvorstellbar. Ich hatte eigentlich nie Themen mit Energielevel. Ich war eigentlich immer sehr, sehr gut unterwegs. Auch als Kind war ich immer sehr aktiv. Ich habe mich viel bewegt, ich habe immer sehr gerne Sport gemacht, ich habe immer sehr gerne draußen gespielt. Und mein Energielevel war eigentlich immer auf einem sehr, sehr guten Punkt. Auch in meinem Studium habe ich super viel unternommen. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, eine ganz, ganz tolle Jugend. Und auch vor allem habe ich mich komplett in meinen Jahren, in Anfang 20ern, extrem ausgetobt im Studium und in allem, was ich getan habe. Ich habe einfach mein Leben so gelebt, wie ich es wollte. Dann kam der Punkt, an dem ich mit meinem Studium fertig war und wo es darum ging, eine Festanstellung zu suchen. Ich habe mich natürlich überall beworben und ich habe mir schwer getan, überhaupt eine Zusage zu bekommen für einen Job. Musste also hier viel auch einstecken, Ablehnung. Ich habe mich, glaube ich, bei 100 Sachen beworben und keiner wollte mich nehmen, bis dann eine Sache geklappt hat und das war die Arbeit in einer Eventagentur in München. Und für mich total aufregend. Ich habe immer sehr gerne auch den Ort gewechselt. Ich habe mich immer sehr gerne auch an anderen Orten aufgehalten und so bin ich nach München gezogen und habe mich auch total gefreut. Mit dem Job kam aber eben natürlich auch die Eigenverantwortung, das erste Mal wirklich auf eigenen Beinen stehen, sein eigenes Geld zu verdienen, komplett unabhängig zu sein vom Elternhaus und eben auch für den gesamten Lebensunterhalt zu sorgen. Und ich war relativ schnell überfordert mit der ganzen Situation und wusste nicht genau, wie ich das handeln soll. Ich war überfordert mit der Stadt, wo ich irgendwie noch niemanden wirklich kannte, mit der Verantwortung, die es einfach mit sich bringt, einem komplett alles selber zu bezahlen, sich um alles selber zu kümmern. Und ich war zwar schon immer sehr eigenständig, aber dieses Gefühl von, ich bin jetzt wirklich erwachsen, hat mich massiv gestresst. Außerdem habe ich in einer Eventagentur gearbeitet, das heißt, es war natürlich alles andere als stressfrei, der Job. Ich habe super viel gearbeitet, auch teilweise am Wochenende musste ich arbeiten. Und habe eben dadurch natürlich auch oft mich selber extrem vernachlässigt. Und es ging an einen gewissen Punkt, dass ich an einem Punkt angelangt war, wo ich extrem viel abgenommen habe, also wirklich im untergewichtigen Bereich und dort nicht mehr wegkam. Ich habe vergessen zu essen, ich habe das Essen nicht so wichtig genommen, ich habe vor allem auch mich selbst nicht wichtig genommen und habe eben einfach dadurch massiv viel an Gewicht verloren und mich dann gar nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper. Ich fand mich nicht mehr schön, ich fand mich ehrlich gesagt abstoßend, wie ich aussah. Ich wollte immer gerne auch mehr Muskeln haben, aber mein System war komplett am Limit. Einfach durch den Job, den ich hatte, aber auch durch den mentalen Stress, den ich hatte, nämlich die Überforderung im Erwachsenensein. Ich habe auch versucht, das Ganze in irgendeiner Form, hatte ich das Gefühl, mein Leben gerät außer Kontrolle. Also, dass ich keine Kontrolle mehr habe über das, was passiert. Dass es mir viel zu schnell ging und dass ich einfach massiv überfordert war. Und habe dadurch versucht, eben einen Punkt in meinem Leben zu finden, um die Kontrolle wieder zu erlangen. Und das war in dem Fall das Essen. Das heißt, ich habe angefangen, mein Essen sehr stark zu kontrollieren. Ich habe geguckt, dass ich mich möglichst gesund ernähre, dass ich nichts esse, was irgendwie ungesund ist. Das ist ganz ist dann auch ausgeartet. Ich habe sehr viel Sport gemacht, einfach auch als Ausgleich, aber auch einfach, um
tatsächlich in irgendeiner Form eine Kontrolle in meinem Leben zu haben. In dem Fall die Kontrolle über meinen Körper, zu gucken, okay, dass ich da wenigstens das Gefühl habe, irgendwas liegt in meiner Hand und ich kann es kontrollieren. Und das hat sich eben dahingehend sehr stark geäußert. Ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch schon immer gewesen. Ich wollte schon immer alles richtig machen. War natürlich auch massivem Druck in meinem Job ausgesetzt, wenn es um Kunden ging, Kunden gerecht werden, allen gerecht werden, allen aber mir selbst halt irgendwie nie. Das Ganze ist ausgeartet an einem gewissen Punkt über Jahre hinweg tatsächlich. Über 2-3 Jahre ging das, hat sich das auch gesteigert, dass ich immer mehr in diese Kontrolle reingekommen bin, die schon eine sogenannte Orthorexie war. Orthorexie ist, wenn man eben schaut, dass man nur gesundes Verhalten an den Tag legt, also dass man nichts isst, was in irgendeiner Form verunreinigt ist, ungesund ist, dass man guckt, dass man wirklich auch sehr viel Gemüse isst, teilweise auch ganze Lebensmittelgruppen einfach eliminiert, weil man irgendwo was gelesen hat, dass das nicht ganz so gut wäre. Ja, sowas wie Eigelb zum Beispiel habe ich dann einfach gar nicht mehr gegessen. Auch bestimmte Fette habe ich weggelassen. Ich habe geguckt, dass ich halt auch möglichst kein Brot mehr esse. Kohlenhydrate habe ich reduziert. Ich habe vielleicht mal Reiswaffeln gegessen oder Maiswaffeln oder so. Einfach aus dem Grund, weil ich dachte, okay, das ist deutlich gesünder. Ich habe mir aus Gemüse, aus Sellerie habe ich mir Toast gemacht, ja, also komplett verrückte Sachen, wo ich mir heutzutage denke, oh mein Gott, was ist nur in mich gefahren. Aber ich war da so sehr drin und ich hatte vor allem auch nicht wirklich den Kontakt zu anderen Personen, weil ich dort nur wenig Freunde hatte. Ich hatte 1-2 Freundinnen dort, mit denen habe ich mich ab und zu getroffen, aber man hat natürlich auch immer probiert, sich da nichts anmerken zu lassen. Das heißt, ich war in dieser Essstörung drin, kann man so sagen, dieser Orthorexie drin. In diesem Zwang, gesund zu sein, Zwang, gesund zu essen, mich viel zu bewegen, als Mittel, um Kontrolle in meinem Leben zu spüren. Und das ging tatsächlich so weit, dass ich dann schon alle möglichen Ticks auch entwickelt habe, weil ich halt die ganze Zeit auch alleine gelebt habe, habe ich mir schwer getan, wenn Leute zu Besuch waren oder wenn ich meine Essroutine unterbrechen musste, weil wir irgendwo zum Essen eingeladen waren oder weil wir ins Restaurant gehen wollten. Ich habe dann Verabredungen abgesagt, ich habe mich sozial komplett isoliert und habe eben alle möglichen Zwänge entwickelt, in der Zeit auch, die alles andere als gesund waren, wo ich selber versucht habe, die zu verstecken, wo ich für mich immer runtergespielt habe, aber wo natürlich dann ab einem gewissen Punkt auch meinem Umfeld, vor allem meiner Familie, aufgefallen ist, wenn sie zu Besuch waren. Und das ging dann tatsächlich so weit, dass meine Mutter mich mal besucht hat. Und also Zwänge waren zum Beispiel sowas wie, dass ich halt komplett immer nur zu bestimmten Uhrzeiten essen durfte. Also tatsächlich nie vor 7:30 Abendessen, egal wie hungrig ich war. Bloß keine Snacks, weil Snacks sind ja nicht gut. Ja, Snacks finde ich heute immer noch nicht ideal. Aber wenn ich eben vorher Hunger habe, also dieses Gefühl auf den Körper zu hören und wieder irgendwie zu gucken, was braucht mein Körper überhaupt, hatte ich komplett verloren. Also ich hatte keine Ahnung, was mein Körper braucht. Ich war komplett kopfgesteuert. Ich habe alle Symptome, alle Bedürfnisse von meinem Körper komplett ignoriert. Wenn ich müde war, bin ich trotzdem zum Sport gegangen. Wenn ich Hunger hatte, habe ich trotzdem gewartet, bis die Uhrzeit ist, an der ich essen darf, laut meiner Regeln, die ich mir da aufgestellt habe. Also ihr seht, das ist ein essgestörtes Verhalten gewesen, was mir heute auch bewusster ist denn je. Und heute kann ich auch offen darüber sprechen. Lange ist es mir schwer gefallen, darüber offen zu sprechen, weil ich mich geschämt habe dafür, weil ich natürlich auch durch das, was ich tue, seit jetzt schon 4 Jahren tatsächlich beschäftige ich mich mit dem Bereich, mit dem Thema gesunde Ernährung, vor allem auch eben ketogene Ernährung, Fettstoffwechsel, habe ich mich natürlich geschämt, weil ich natürlich auch in irgendeiner Form ein Vorbild bin für die Menschen, die sich gut ernähren wollen und habe mich dafür diese Vergangenheit einfach geschämt. Heute weiß ich, dass es ein ganz, ganz essentieller Punkt ist und deswegen teile ich das auch, weil ich weiß, wie vielen Frauen vor allem es auch so geht, dass sie diese Zwänge haben, dass sie kein Gefühl mehr haben, was braucht mein Körper, was tut mir gut, weil sie total in ihrem Kopf leben und die ganze Zeit versuchen, alles richtig zu machen. Ja? Doch je mehr man versucht, alles richtig zu machen, desto mehr rutscht man eben dann schnell mal in diese Abwärtsspirale ab. Ja, wie gesagt, es kam an den Punkt, dass meine Mutter mich besucht hat in München. Das war im Jahr 2020, im Januar. Und mir zum ersten Mal wirklich gesagt hat, was sie denkt von meinem Verhalten. Dass sie sich Sorgen macht, dass es alles andere als gesund ist, dass ich das überdenken sollte, weil sie glaubt, dass ich eine Essstörung hätte und dass ich vor allem auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Und ich habe mich natürlich total aufgeregt,
Es ist auch in einem Streit ausgeartet, weil ich wollte es in dem Moment nicht realisieren. Aber sie hat da tatsächlich den Punkt getroffen, wo ich für mich realisiert habe, okay, sie hat recht. Ich habe ein Problem, ich bin einsam, ich bin traurig. Ich war in der Zeit sehr, sehr traurig. Ich hatte keine wirklichen Freundschaften, ich habe mich komplett abgekapselt in meiner Welt. Ich war unzufrieden mit mir, ich war unzufrieden mit meinem Körper. Ich war super dünn und wollte das nicht. Ich wollte eigentlich wieder zunehmen, ich wollte Muskeln aufbauen, ich wollte mich endlich auch im Spiegel wieder ansehen können. Und habe trotzdem mein Essverhalten so kontrolliert, sodass es unmöglich war, in irgendeiner Form Muskeln aufzubauen, zumal mein System komplett unterversorgt war, komplett im Stress war. Und ich das überhaupt nicht geschafft habe, wieder eine Balance zu bringen. Das heißt, meine Mutter hat mir eigentlich einen Spiegel vorgehalten und für mich war klar, okay, das stimmt, es muss sich was ändern, es geht so nicht weiter. Ich bin unzufrieden mit meinem Leben, ich bin wie so eine Hülle, aber ich fülle diese Hülle nicht aus. Ich habe das Gefühl, mein Leben zieht an mir vorbei. Ich habe plötzlich alles in Frage gestellt, meine ganzen Entscheidungen, mein Berufsleben, meinen ganzen Werdegang, habe für mich reflektiert und habe mir gesagt, ja, krass, ich habe wirklich... Es ist echt was los. Ich möchte so nicht weiterleben, weil ich verschwende gerade wertvolle Lebenszeit an einem Leben, was für mich nicht lebenswert ist. Und wo ich keine Unternehmungen mache, weil mich dieses Verhalten, diese Kontrolle so sehr einschränkt. Und ja, ich wusste, so muss ich was verändern, aber ich wusste nicht was. Ich habe dann für mich versucht, irgendwie so einen Plan zu machen. Irgendwie habe ich Ernährungspläne gegoogelt zum Zunehmen, habe versucht, mich daran zu halten. Aber es ist unglaublich schwer, aus so einem Muster auszubrechen. Und jeder, der vielleicht schon mal an dem Punkt war oder so ähnlich oder auch vielleicht sagt, okay, er kann mit Kalorien zählen, viel zu tun, er hat immer viele Diäten gemacht zum Beispiel. Ja, das ist ja alles ungefähr die ähnliche Sache. Es ist schwer, da rauszukommen und dem auszubrechen, das alte Dogma aufzulösen. Aber es beginnt damit, sich einzugestehen, dass was nicht passt und dass man massiv was falsch macht und dass man extrem in die falsche Richtung läuft und dass das, wenn es so weitergeht, es sich auch nicht bessert, sondern es nur noch schlimmer wird. Ich habe dann meinen Freund kennengelernt, den Andi, tatsächlich zu der Zeit, wo ich am Tiefpunkt war in meinem Leben. Ich war noch nie so unzufrieden, ich war noch nie so einsam, ich war noch nie so allein. Und dann kam der Andi in mein Leben und hat für mich alles verändert. Einmal natürlich habe ich mich extrem in ihn verliebt und habe plötzlich wieder diese Freude gespürt, wie es sein kann, einfach auch Liebe zu geben und auch zurückgeliebt zu werden. Weil ich hatte auch tatsächlich immer sehr viel Pech mit Männern in der Vergangenheit. Es war immer eher einseitig und ich war dann immer eher diejenige, die dann verletzt zurückgeblieben ist. Und beim Andi war es anders. Und da zum ersten Mal habe ich wieder so richtig Glück empfunden. Und mit dem Andi habe ich die exogenen Ketone kennengelernt. Das ist ein Getränk, mit dem ich aktuell auch arbeite, was ich auch sehr, sehr vielen Frauen vor allem ans Herz lege, die sich schwer tun, aus ihrem Trott auszubrechen und die eben was verändern wollen, aber sich schwer tun. Und die exogenen Ketone sind einfach eine Energiequelle. Ketonkörper sind ja eine Energiequelle, die eben sauberer ist als Zucker. Das heißt, ich habe angefangen, auch das Getränk zu mir zu nehmen und die exogenen Ketone zu trinken. Und plötzlich hatte ich wieder Energie. Ich konnte wieder Sport machen, hatte Freude dabei. Ich habe Energie gehabt über den ganzen Tag. Ich war nicht mehr so müde. Ich habe besser geschlafen. Ich bin nachts nicht mehr 5-mal wach geworden, weil das war tatsächlich an der Tagesordnung. Ich habe nie durchgeschlafen. Ich habe immer super lang geschlafen, vorher 11, 12 Stunden, manchmal Wochenende. Und ich war trotzdem müde, weil ich habe nicht gut geschlafen. Und dank der Ketone habe ich wieder so gut geschlafen, dass ich morgens ausgeruht war. Ich hatte wieder Elan im Leben, ich hatte Energie, ich hatte wieder einfach den Antrieb, etwas zu tun. Und vor allem habe ich es geschafft, Stück für Stück mehr in meinen Körper kennenzulernen. Mich mehr damit zu beschäftigen, was sind meine Bedürfnisse, was braucht mein Körper, was brauche ich wirklich. Es hat tatsächlich nicht sofort geklappt, es hat lange gebraucht, bis ich das kapiert habe, bis ich auch wieder ein Körpergefühl entwickelt habe. Hatte ich am Anfang auch nicht, obwohl ich dann meine Ernährung schon umgestellt hatte auf ketogene Ernährung erstmal tatsächlich. Später dann mehr Low Carb oder nur phasenweise ketogen. Aber dieses Zwangverhalten war am Anfang immer noch da, auch als ich meine Ernährung umgestellt habe. Ich habe immer sehr viel gefastet, wie lange schaffe ich es zu fasten? Ja, wollte immer mich selber irgendwie toppen, mich selber herausfordern, was natürlich auch alles andere als gesund war. Habe aber im Laufe der Zeit mich immer mehr auch mit dem Körper beschäftigt, vor allem auch mit dem weiblichen Körper, mit dem Zyklus,
Habe dann angefangen, mir mehr öfter einzugestehen, was tut mir eigentlich gut und was nicht. Und habe dann Stück für Stück Dinge verändert. Ein wirkliches Körpergefühl habe ich allerdings auch massiv bekommen, als ich die Pille abgesetzt habe. Das habe ich dann ein Jahr später gemacht, im Februar 2022. Hatte natürlich da erstmal komplett alles durcheinander. Latente Schilddrüsenunterfunktion, Sexualhormone komplett durcheinander, massiver Progesteronmangel, weil ich immer noch sehr viel Stress hatte. Was natürlich dann auch nochmal gebraucht hat, um überhaupt eine Balance zu kriegen. Ich hatte extreme Verdauungsprobleme, die hatte ich aber auch schon vorher, einfach durch den Stress, den ich hatte. Also Verstopfung, Blähbauch, all diese Sachen. Und wurde mit Keto kurzzeitig besser, aber war dann wieder schlechter. Einfach auch, weil ich mir irgendwann eingestehen musste, dass dauerhaft ketogen sich zu ernähren, dauerhaft so viel zu fasten, für mein System Stress ist und mir nicht gut tut. Und deswegen plädiere ich auch so sehr auf dieses Keto-Cycling und dieses phasenweise sich ketogen ernähren, weil es eigentlich bei den meisten Frauen so ist. Und weil es keinen Sinn macht, von dem einen Extrem ins andere zu kommen, sondern dass der Weg raus ist es, seinen Körper besser kennenzulernen, seine Bedürfnisse wieder zu verstehen, aufzulernen, auf sich und seinen Körper zu hören. Es war für mich selber eine Reise, weil ich durfte das auch wieder lernen, weil ich habe das jahrelang blockiert. Und es war sicherlich nicht einfach, doch ich habe mich da Stück für Stück rangetastet. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe mich vor allem auch getraut, Dinge auszuprobieren. Ich habe mal angefangen, weniger zu fasten, habe geschaut, was macht das mit mir. Dann habe ich angefangen, die Ernährung auf meinen Zyklus anzupassen. Also auch mich nicht mehr so lange durchgehend ketogen zu ändern, sondern nur noch phasenweise, erste Zyklushälfte, weniger oft zu fasten. Und habe so Stück für Stück meine Hormone, die komplett durcheinander waren, wieder in Balance gebracht. Alles ist ausgeglichen, auch meine Verdauungsbeschwerden haben sich massiv verbessert. Das heißt, durch dieses wieder meinen Körper spüren, auf meinen Körper hören, ihm das geben, was er braucht und das damit fein sein. Ja, das ist für mich eine Form von Self-Care, Selbstliebe, die ich mir lange nicht gegeben habe, weil ich lange einfach auch immer geguckt habe, okay, wie kann ich aufs nächste Level gehen, noch höher, schneller, weiter. Vor allem auch eben im Sport und dann im Beruf. Und es funktioniert aber nicht parallel. Man kann nicht in allem übermäßig gut performen. Und die Ruhe und seinen Körper kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen, ist so, so wichtig. Vor allem auch für Frauen, die auch noch einen Zyklus haben, die vielleicht auch einen Kinderwunsch haben. Oder auch Frauen über 40, die einfach in der Perimenopause sind. Stress aus dem System zu nehmen, ist sehr, sehr wichtig. Das Größte für mich war aber tatsächlich damals, als ich angefangen habe, die Ketone zu trinken und auch meine Ernährung umzustellen. Ich habe es endlich geschafft, Muskeln aufzubauen. Ich habe zugenommen, ich habe 12 Kilo zugenommen. Ihr könnt euch vorstellen, wie dünn ich damals war, weil ich bin immer noch schlank. Und Muskelmasse primär. Und das war für mich mega cool. Ich habe mich wieder stark gefühlt. Ich habe mich wieder weiblich gefühlt. Ich habe mich sexy gefühlt. Ich habe mich gerne im Spiegel angeschaut. Ich habe angefangen, gerne wieder kurze Sachen zu tragen, meinen Körper zu zeigen, weil ich war stolz auf meinen Körper. Und das eben einfach, weil ich meinem Körper wieder die Nährstoffe gegeben habe, die er braucht, weil ich ihm die nötige Energie gegeben habe, die er braucht, die nötige Regeneration, weil ich besser geschlafen habe und weil ich meinen Körper in ein Gleichgewicht gebracht habe. Und damit auch mein Körper wieder gesagt hat, okay, es ist genug da, ich habe nicht mehr diesen Stress, ich kann jetzt auch Muskeln aufbauen, ich kann jetzt auch gesund werden, kann man so sagen. Ja? Die Hormone haben sich wieder einbalanciert, das alles war tatsächlich ein Prozess von bestimmt 3 Jahren, wo ich immer wieder optimiert habe, immer wieder verändert habe und wo ich halt auch für mich rausgefunden habe, hey, der einzige Weg, um langfristig seine Ziele zu erreichen, um langfristig sich gut zu fühlen, gesund zu sein, sich wohl zu fühlen, ein konstantes Energielevel zu haben, einen guten Schlaf, ist es, wieder auf die Bedürfnisse des Körpers zu hören. Und ich finde es so traurig, dass durch diese ganzen Diäten, die es da draußen gibt, durch all diese Diätversprechen, durch die nächste Trenddiät, durch die nächste Ernährungsempfehlung, die es da draußen gibt, von denen ich selber immer wieder auch mitbekommen habe, wo ich gesagt habe, oh shit, jetzt ist Eigelb schlecht, jetzt essen alle nur noch Eiweiß. Oh, dann gibt es diese Süßkartoffeltoast, ja super, es ersetzt das Brot. Irgendwann habe ich Süßkartoffel durch Sellerie ersetzt, ja, also total Banane, aber halt so dieses Verlust vom eigenen Körpergefühl, was wir bekommen durch dieses Ganze, was in der Diätenwelt da draußen abgeht quasi. Und in der Zusammenarbeit mit so vielen Frauen in den letzten 4 Jahren habe ich festgestellt, dass fast jede Person dieses eine Problem hat, kein Körpergefühl mehr, nicht mehr weiß, was der Körper eigentlich braucht, den Körper massiv unterversorgt, zu viel Sport macht, zu wenig isst,
den Körper in eine massive Stresssituation bringt, dadurch die Hormone komplett durcheinander bringt, die Verdauung komplett zum lahm legt und dass es einen Weg braucht, dort rauszugehen. Und weil ich selber weiß, wie schwer es sein kann, wieder ein Gefühl zu bekommen für seinen Körper, sich wieder wahrzunehmen, sich wieder selber zu spüren, wieder die Bedürfnisse wahrzunehmen, weil man im Kopf so viele verschiedene Empfehlungen bekommt, die sowieso alle nie für einen gleichermaßen funktionieren, weil für dich nur das funktioniert, was zu dir individuell passt, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, genau dieses Problem zu lösen und Menschen zu helfen, da rauszukommen. Dafür habe ich einen Online-Kurs entwickelt, Plötzlich schlank, deine letzte Diät. Für mich war es nie eine Abnehmreise, für mich war es eine Zunehmreise, aber ich hatte die gleiche Ursache. Zu dick oder zu dünn ist immer nur ein Symptom. Die Ursache ist, dass im Körper was nicht passt, dass eine Disbalance herrscht, dass wir vielleicht auch zu verkrampft an die Sache rangehen, dass unser System, unser Kopf, unser Körper im Stress ist. Und in diesem Online-Kurs lernst du, wie du wieder im Einklang mit deinem Körper statt gegen deinen Körper arbeitest, die Bedürfnisse deines Körpers richtig verstehst, ihn wieder in Balance bringst, hormonell, aber auch deinen Stoffwechsel wieder auf Trab bringst. Weil ein Stoffwechsel, der nicht rund läuft, der kann auch nicht abnehmen, der kann keine Muskeln aufbauen, funktioniert gar nichts mehr, Verdauung funktioniert nicht mehr. Das heißt, das alles lernst du in diesem Kurs. Und dieser Kurs ist nicht nur eine ganz persönliche Erfahrung von mir, die damit reinfließt und all das Wissen, was ich mir angeeignet habe, um mich selbst wieder in Balance zu bringen, meinen Körper zu heilen und diese Balance wieder herzustellen, sondern auch das, was ich erfahren habe, was über 2000 Frauen hilft, denen ich schon geholfen habe, ebenfalls ihren Körper zu transformieren. Und das ist etwas für mich absolutes Herzensprojekt und meine Geschichte fließt da einfach Hand in Hand mit ein. Ich wollte meine Geschichte mit dir teilen, weil ich glaube, es ist für dich eine Inspiration, auch zu sehen, das ist möglich. Egal, was dein Ziel ist, egal, ob dein Ziel ist, Muskeln aufbauen, egal, ob dein Ziel ist, abzunehmen, es ist möglich, aber der Schlüssel ist es, dass du rauskommst aus diesem Diätenwahnsinn, rauskommst aus diesem ständigen Kontrollwahn und nicht mehr wahrnehmen, was dein Körper eigentlich braucht. Frag dich mal, weißt du, was dein Körper braucht? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann wow, bist du eine der wenigen Personen da draußen, die das können, weil die meisten können es nicht. Doch wenn du das wieder lernst, dann hast du wieder diese Energie, dann hast du wieder die Freude am Leben, dann weißt du, okay, hey, ich gebe meinem Körper alles, was er braucht und was ihm gut tut und nähre mich, versorge mich, ich liebe mich, wie ich bin. Und das ist genau das große Ziel, was ich für alle Menschen da draußen mir eigentlich wünsche und weshalb ich diesen Kurs entwickelt habe, wo du auch mehr Informationen in der Beschreibung findest in diesem Video, aber auch generell einfach hier heute meine Geschichte mit dir teile. Und ich hoffe, es konnte dich inspirieren. Ich hoffe, du hast vielleicht auch Parallelen entdeckt, mich ein bisschen besser kennengelernt, woher ich eigentlich komme. Ich danke dir, dass du dieses Video angeschaut hast. Ich danke dir, dass du mir folgst, dass du diesen Kanal abonniert hast. Wenn nicht, dann sehr, sehr gerne einfach noch abonnieren. Da freue ich mich natürlich auch über jeden neuen. Und dass du so ein treuer Teil meiner Community bist. Denn nur gemeinsam können wir auch diese Mission, diese Message nach draußen tragen.